Herr Hafner, die SNB hat im zweiten Quartal wieder deutlich stärker interveniert, obwohl der Franken nicht besonders stark war. Überrascht Sie das Ausmaß der Interventionen? Ja, sicherlich ein gewiss weit überraschend. Man hat zwar gewusst, oder man sieht ja jeweils die wöchentlichen Sichtguthaben, die Veränderungen. Die haben gezeigt, dass der Anstieg stärker war als die Gewinnausschüttung, die die SNB gemacht hat. Aber trotzdem jetzt die 5,4 Milliarden sind mehr, als man erwarten konnte. Wo liegt denn aktuell die Verteidigungszone der SNB? Auf welchem Euro-Franken-Kurs interveniert sie? Ja, zuletzt haben wir wieder Intervention gesehen, ziemlich wahrscheinlich im August. Dort hat sie eine erste Verteidigungslinie irgendwo bei 1,07 gemacht. Also der Kurs ist eigentlich nicht darunter gefallen. Wenn wir dann weiterschauen, denke ich, dass eine härtere Linie bei 1,05 liegt. Und das ist so unserer Einschätzung nach und ihre Verteidigungslinie. Manche Experten bezweifeln, ob der Franken tatsächlich noch so hoch bewertet ist, wie es die SNB behauptet. Was ist Ihre Meinung dazu? Ja, wenn wir schauen, oder es gibt ja verschiedene Maße, die eine Bewertung der Währung zur Hilfe ziehen kann. Und unser Kaufkraftparitätsmodell zeigt aktuell wirklich, dass der Euro-Schweizer Franken Gleichgewichtskurs jetzt unter 1,10 gefallen ist, sogar zuletzt. Also in diesem Kontext sind wir eigentlich in einem fairen Bereich und nicht mehr überbewertet. Auch viele Firmen haben für 2021 budgetiert mit einem Euro-Schweiz-Franken-Kurs, der zwischen 1,05 und 1,10 liegt. Und schließlich auch, wenn man dann den Dollar auch noch mit einbezieht, oder die SNB macht ja eigentlich immer die Gesamtwährungssituation geltend. Und hier ist der Schweizer Franken eigentlich rund 10% unterbewertet gegen US-Dollar.